Moin Leute! Willkommen wieder zurück zu einer neuen Folge hier in World Box. World Box ist tatsächlich ein Spiel, was sehr, sehr, sehr langweilig aussieht. Aber in echt ist es gar nicht mal so langweilig. Denn tatsächlich ist dieses Spiel nur aus Pixeln gemacht. Wenn man weiter weg geht, sehen die Inseln so aus, als ob sie absolute Pixelblöcke sind oder so Pixelbrei. Wenn man aber näher rangeht, sieht man tatsächlich die ganzen Bäume und alles, was dahinter steckt. Das bedeutet also, man kann auch mit dieser Welt interagieren. Das heißt also, wenn wir jetzt zum Beispiel hier irgendwas finden, was möglicherweise lebt, können wir da Rechtsklick drauf machen und das inspizieren. Auf der Insel beispielsweise lebt jetzt gerade gar nichts. Deswegen machen wir einfach ein kleines Experiment. Wir werden jetzt einfach mal, damit wir dort eine kleine Kolonie starten können, werden wir jetzt einfach mal eine Art Mensch dahinlegen. Da, Menschen. Einfacher Mensch mit einfachen Bedürfnissen. Lege ich mal eins und dann Nitwa eins und dann nochmal einen zweiten hin. Damit haben wir jetzt Menschen auf dieser Insel. Und wenn wir da Rechtsklick drauf machen, dürften wir eigentlich, glaube ich, eine Information bekommen. Deswegen gehen wir mal hier raus aus dem Menü, Rechtsklick drauf und dann sehen wir, das ist Vogel und die hat 48% Hunger, 100% Gesundheit und ist 19 Jahre alt. Und der andere da mit dabei, der heißt Ahiwood und der ist auch 19 Jahre alt. Das heißt also, zwei 19-Jährige haben wir jetzt tatsächlich hier draufgeschmissen und man bemerkt auch sofort, die fangen hier auch direkt an, solche Häuser zu bauen. Das bedeutet also, man kann hier sozusagen richtige Städte einfach so anfangen und die haben jetzt zum Beispiel diese Insel und fangen da jetzt einfach an zu leben. Und das Coole daran ist jetzt einfach mal, wir lassen die jetzt einfach mal machen. Oh mein Gott, nee, der hat sogar kein Haus gebaut, sondern der hat ein richtiges Feuer dahingesetzt. Das bedeutet also, die haben jetzt ein großes Lagerfeuer dort vorne stehen und die kümmern sich jetzt einfach darum, diese Insel zu besiedeln. Das Coole daran ist, es gibt aber auch noch andere Inseln, wie zum Beispiel diese hier. Da gibt es sogar ein Erzvorkommen, das ist glaube ich sogar Gold oder sowas in die Richtung. Und da vorne, da sehen wir sogar kleine Tiere und zwar ist da eine Krabbe. Das ist eine Krabbe, irgendwie sowas, die ist 5 Jahre alt. Das heißt also, wir können uns von jedem Tier auch Informationen anschauen, weil die nämlich abgespeichert werden. Und da ist auch ein Tier. Das ist ein Schaf. Oh mein Gott. Wir haben also ein richtiges Schaf hier mit dabei. Dann hätte ich vielleicht sogar noch eine kleine Idee. Dann können wir nämlich vielleicht noch was anderes machen. Hier wäre der perfekte Platz, um noch eine weitere Kolonie zu starten. Denn wir können nämlich, wenn wir hier wieder bei Tiere und Menschen hingehen, können wir uns hier Elfen aussuchen. Sie mögen Bäume, aber keine Orks. Das bedeutet, wenn wir jetzt hier 1, 2 Elfen hinsetzen, haben wir hier 2 Elfen, die genau das gleiche tun wie die Menschen dort unten. Da schauen wir nochmal kurz vorbei. Oh, und zwar fangen sie nämlich an, eine Insel zu besiedeln. Und wir sehen sogar, da haben wir sogar schon ein Haus von den Menschen. Und da oben wird schon wieder was gebaut. Wir lassen die mal weitermachen und haben hier oben jetzt tatsächlich nochmal 2 Elfen hinplatziert, die ebenfalls ein Haus bauen, beziehungsweise auf ihrer Insel ebenfalls anfangen, stärker zu werden. Wir werden jetzt einfach hier 2 Orks hinsetzen und die werden jetzt genau dasselbe tun wie die anderen auf den 2 Inseln. Und dadurch haben wir jetzt 3 Völker gemacht. Und was auch das Coole ist, wir bemerken jetzt zum Beispiel auch, Nitwa hat jetzt auch schon 3 Leute, die da dementsprechend schon wohnen. Das heißt also, die vermehren sich dementsprechend auch von alleine. Sogar 4. Das heißt also, bei den Nitwa haben wir jetzt schon 4, bei den Niatore noch 2 und bei den Orks ebenfalls noch 2. Die haben jetzt auch ihr erstes Lagerfeuer schon hinplatziert und damit haben wir die ersten 3 sozusagen hingesetzt. Und es gibt hier auch noch andere Sachen, die man irgendwie herausfinden kann oder was man noch machen kann. Zum Beispiel gibt es hier eine kleine Schlange und wir können denen zum Beispiel auch helfen, ne, indem wir denen beispielsweise ein paar Hühnchen geben. Das heißt also, wir geben jetzt zum Beispiel, wir können einfach mal experimentieren. Den Menschen geben wir mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Hühnchen. Dann haben wir den 10 Hühnchen gegeben. Dann kriegen die Elfen stattdessen, die haben übrigens immer noch nur noch 2, die kriegen keine Hühnchen, sondern die kriegen jetzt beispielsweise Kühe. So, das heißt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Kühe. Dann gucken wir, wie sich das dort verhält. Und den Orks, die kriegen Schafe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh nein, der greift schon das erste Schaf an. Oh mein Gott, der hat schon das erste Schaf gekillt. Oh Gott. Das bedeutet also, die bekommen jetzt schneller was zu essen. Es ist nämlich wichtig, dass diese Dörfer auch immer was zu essen haben. Wobei ich jetzt nicht weiß, was die Elfen am liebsten essen, was die Menschen am liebsten essen oder wie auch immer. Was ich aber sehe, ist, dass die Menschen sich deutlich besser vermehren, weil die nämlich jetzt inzwischen schon die ersten Felder, glaube ich, anbauen. Tatsächlich. Was wir jetzt zum Beispiel noch machen können, wir können vielleicht den Menschen, oh mein Gott, die bauen sich ja schon inzwischen voll auf. Wir geben den Menschen jetzt auch einfach mal hier so einen kleinen Bienenstock, okay? So, damit hier auch ein paar Blumen vielleicht sozusagen bebient werden. Ne? Und die haben dementsprechend dann 2 Bienenstöcke da. Dann gebe ich denen hier ebenfalls nochmal 2 Bienenstöcke, damit die auch Bienen haben.
haben auf ihrer Insel und den Orks selbstverständlich auch. Oh mein Gott, wir bemerken auch, die Orks kommen gar nicht hinterher. Die sind eigentlich schon auf ihrem Gebiet so richtig und die bauen da auch schon Häuser drauf und so. Da sind sogar schon ein paar und Lagerfeuer haben die eigentlich alles parat, haben aber nur 5 Personen. Was ist denn das Problem bei den Orks da dementsprechend? Das muss man sich mal gleich ansehen. Die erste Insel hat sogar schon ihren eigenen König bekommen. Oh was? Alter, die Orks sind voll am Ablosen. Oh Gott, die kommen gar nicht hinterher. Ich glaube, das liegt auch daran, dass die in der Savanne einfach nicht so viel haben. Ich glaube, wir helfen denen so ein bisschen. Wir geben denen hier so ein bisschen Waldboden hin. Dann können die den Waldboden hier ein bisschen... Oh, ich habe jetzt ein paar Häuser kaputt gemacht. Die können vielleicht auch hier nochmal ein paar Steine bekommen. Geben wir denen einfach nochmal ein paar Steine, sonst ist es unfair. Wir bemerken direkt, dass die hier direkt anfangen, weiter zu leben und weiterzumachen. Ich glaube, die brauchen auch noch ein bisschen was zu essen. Hier, Superkürbis. Oh nein, was macht der Superkürbis? Oh nein, die kämpfen gegen den Superkürbis. Oh Gott. Oha, die haben den einfach umgebracht. Oh Gott, was haben die denn hier schon? Oh, die haben schon richtig viele Ritter aufgebaut. Die haben schon eine ganze Armee aufgebaut, die Menschen. Oh oh. Weil ich würde nämlich sagen, wir sind ja jetzt schon langsam in so einer Phase, wo ich sagen könnte, da könnte schon langsamer Krieg ausbrechen. Deswegen würde ich sagen, bevor wir da jetzt schon einen Krieg ausbrechen lassen, weil die werden nämlich gleich gegeneinander kämpfen, werden wir einfach mal einen normalen Boden machen und wir lassen mal auf jeden Fall hier einen normalen Boden darüber gehen und lassen die mal kurz eine neue Stadt besiedeln. Damit das Ganze fair ist, lassen wir auf jeden Fall auch die Orks, lassen wir ebenfalls eine neue Stadt besiedeln. Wir lassen die sogar 2 besiedeln. Einmal die hier und einmal die da und gucken dann, wie schnell wir das machen. Und den Elfen geben wir diese kleine Insel hier und dann dementsprechend die andere, die nach oben geht. Die haben ein bisschen den größten Raum, aber wir sehen dementsprechend, die Städte dürften sich jetzt, glaube ich, noch mal ein bisschen schneller tatsächlich verbreiten. Und damit werden die Größen von diesen Städten jetzt noch riesiger. Die Niatore haben jetzt übrigens auch inzwischen schon einen König, sogar einen Hauptkönig und einen kleinen König. Die haben übrigens einen großen König, einen kleinen König und dann hier nochmal irgendeinen, und zwar so einen Schutztrupp sozusagen. Oh mein Gott, wie krass ist das denn? Das ist jetzt ein weiteres Dorf, was die dort oben gegründet haben. Und die gründen jetzt wahrscheinlich hier weiterhin gleich ein Dorf. Oh, guck mal, die gründen kein Dorf, sondern die machen einen riesigen Klotz, so wie es aussieht. Die Elfen haben das anders gemacht. Die haben jetzt schon 2 Dörfer. Was wir jetzt machen werden, ist einfach einen normalen Boden, glaube ich, einfach mal zu machen, um hier in der Mitte möglicherweise eine Insel zu machen, wo sich vielleicht alle miteinander treffen können. Das könnte vielleicht interessant sein. Das heißt also, wir machen mal hier eine Insel so, damit die Menschen verbunden sind. Dann verbinden wir auf jeden Fall die Elfen und wir verbinden die Orks. So, und was wir jetzt tun können, ist eigentlich was Witziges. Und zwar können wir die Königreiche zu Feindschaften zwingen, okay? Das heißt also, wir werden sie dazu zwingen, dass wir dann dementsprechend hier eine Feindschaft anzetteln können und die sich eigentlich alle gegenseitig töten können. Die Orks kämpfen hier tatsächlich gegen die Elfen. Die Elfen laufen gerade wieder zurück und die Orks, oh mein Gott, die Orks werden gerade komplett angegriffen von den Elfen. Die Elfen hassen die Orks. Oh mein Gott, da ist ein riesengroßer Kampf, der da abgeht. Das sieht gar nicht gut aus. Wir können vielleicht nochmal hier bei den Menschen ein bisschen Feindschaft verteilen. Die werden dann, glaube ich, auch ein bisschen böser. Und wir sehen hier ist gerade ein richtiger Krieg. Hier sind die Orks gerade sehr stark am Verteidigen. Die laufen herum und die Elfen greifen die ganze Zeit immer wieder an. Aber tatsächlich entsteht da jetzt gerade doch nicht mehr. Aber die Elfen kommen die ganze Zeit von hier unten durch. Da kommen die Menschen! Leute! Okay, jetzt kommen die Menschen rein. Die Menschen haben gar keinen Bock. Die haben überhaupt keinen Bock. Sieht gar nicht mal so gut aus. Wir haben jetzt hier einen großen Angriff gerade gehabt und es schwimmen hier sogar schon Boote. Es schwimmen schon Boote von A nach B, die dann dementsprechend Leute da durchgeben. Die Menschen bauen hier sogar schon wieder Bäume an. Es sieht ganz danach aus, als ob es hier demnächst einen weiteren Angriff geben wird. Und man sieht auch die Art und Weise, wie die Königreiche das einnehmen. Also das dunkelgrüne Rasengras ist sozusagen von den Menschen. Das hellgrüne kommt sozusagen von den Elfen. Und die Elfen werden gerade, glaube ich, auch angegriffen. Kann das sein? Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich komme da gerade nicht ganz richtig hinterher. Ich merke nur, dass hier überall ein bisschen Feindseligkeit abgeht. Die Orks wollen nicht kämpfen. Die Menschen machen gerade auch hier... Alter, die Menschen sind schon fast bei 177 und haben hier einfach so ein Bootding schon gebaut. Ich muss die Leute irgendwie dorthin bringen, damit die dort zum Kämpfen hinkommen. Da unten haben wir jetzt einfach 200 Menschen einfach. Oh Gott, das ist so krass. Und eigentlich würde jetzt bald hier in der Mitte ist immer der leichte kleine Kampf, wo dann tatsächlich immer so ein bisschen gekämpft wird. Und man merkt, die Elfen holen hier alles ein bisschen auf. Was wir natürlich jetzt hier machen könnten, ne, ist eigentlich was Wichtiges hier hinsetzen, ne, was die Leute vielleicht alle haben wollen. Wisst ihr, wie ich meine? Vielleicht könnten wir das so anzetteln, damit wir hier was Tolles finden, ne, was die Leute haben wollen. Ich habe eine kleine Idee, wie wir einen kleinen Krieg starten können. Und dafür haben wir das Spiel jetzt tatsächlich hier wieder am Laufen. Aber wir müssen das Spiel wieder pausieren, damit das hier funktioniert. Okay?
Die sind hier in der Mitte tatsächlich am Kämpfen. Was wir aber machen müssen, ne, ist einmal... Oh mein Gott, da in der Mitte brennt es. Oh Gott, da ist da tatsächlich irgendjemand was angezündet. Und da sind die Leute tatsächlich sehr stark am Kämpfen. Ne? Ich würde aber sagen, es wird Zeit für einen großen Krieg. Deswegen würde ich tatsächlich vorschlagen, wir nehmen einfach die Menschen, hier die Menschen, und stellen da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 hin. Dann stellen wir hier 20 Elfen hin und dann haben wir hier 20 Orks. Und gucken einfach mal, ob da vielleicht was passieren kann. Go! Mal gucken, da haben wir jetzt 20 Menschen, da haben wir 20 Orks. Okay, die Orks machen da irgendwas in der Mitte. Aber da wird jetzt auch wieder gekämpft. Wenn ein Elf stirbt, dann erscheinen da diese Bäume. Oh Gott, was? Ich habe das ganz verpasst. Alter, die Elfen werden angegriffen. Und wie die angegriffen werden sogar, die verlieren gerade richtig viele Häuser. Und wir könnten vielleicht sogar hier nochmal, damit wir da nochmal eine größere Art und Weise haben, nochmal anzugreifen, bauen wir den Orks nochmal eine zweite Spur mit rein. Und damit sie den Elfen nochmal extra schwer machen, machen wir hier nochmal eine extra Spur von den Menschen hin. Dann haben die nochmal eine zweite Spur, um anzugreifen. Und die Orks sind übrigens bei 175. Ich hätte nicht gedacht, dass die Orks nochmal so weit kommen. Aber tatsächlich tun sie es. Sie kommen nochmal ein bisschen weiter. Und da haben wir tatsächlich nochmal den Aufbruch. Und die Menschen kommen auch von der einen Seite nochmal her und holen sich die Leute. Und was wir jetzt nochmal in der Mitte machen können, das ist übrigens ganz witzig. Wir haben tatsächlich eine Fähigkeitskraft, das ist lebende Pflanzen. Und dann manche Bäume und Pflanzen werden dadurch lebendig. Das heißt also, wenn wir hier diese Sachen da bewegen, haben wir hier lebendige Bäume oder lebendige Palmen. Kennt ihr die vielleicht schon? Hä, was machen diese Bäume? Die bringen Menschen um. Oh mein Gott, das sind Killerbäume. Dieser Baum zerstört gerade die Stadt der Menschen. Da passieren ja gerade richtig viele Sachen. Und die Elfen haben ganz schwer zu kämpfen. Und da würde ich sogar sagen, da machen wir es den Elfen mal noch ein bisschen schwieriger. Wir lassen die Häuser der Elfen einfach leben. Oh mein Gott, nein! Das heißt also, die Elfen haben jetzt tatsächlich ein großes Problem. Und zwar, weil sie nämlich so viel gezaubert haben, sind alle ihre Häuser tatsächlich jetzt riesig geworden. Oh nein! Das Volk der Elfen wurde zerstört. Die Nyatomare sind jetzt da und werden gerade zerstört und sind kaputt gegangen. Und jetzt bleibt nur noch Ifona da oben, das kleine Dorf. Und so wie es aussieht, haben es die Orks ganz darauf aufgesehen. Deswegen müssen wir den kleinen Leuten dort oben ein bisschen Kaffee geben, damit die schneller arbeiten können. Oh mein Gott, guck mal, wie schnell die werden. Oh ja, die arbeiten jetzt deutlich schneller. Ich glaube, die können jetzt ein bisschen dagegen arbeiten. Aber ich würde jetzt vielleicht sogar sagen, wir lassen mal kurz den Orks nochmal einen kleinen Weg hier durchbauen. Und zwar so, damit die da gleich rübergehen können. Und zwar so einen kleinen Weg sozusagen. Und dann haben wir da nochmal eine Verbindung. Oh Gott, hier in der Mitte ist einfach der furchtbare Wald. So, die Menschen verlieren ebenfalls viele Truppen, weil die Bäume angreifen. Ja, guck mal da, Bäume greifen einfach diese Stadt an. Ich würde sagen, wir machen es den Menschen nochmal ein bisschen schwerer. Die Menschen haben jetzt einfach ein bisschen Regen. Die Menschen haben ein schlimmes Gewitter da unten. Oh, oh, das sieht aber gar nicht gut aus für die Menschen. Da zieht unten ein großes Gewitter auf. Oh, oh, die Menschen haben ein riesengroßes Problem. Oh Gott, bei den Menschen ist ein riesiges Gewitter losgegangen. Und so wie es aussieht, hört es gar nicht auf, sondern es geht weiter mit einem schmerzhaften Säureregen. Oh, oh, die Menschen schnell alle ins Haus, schnell alle ins Haus. Ich glaube, das gibt den Menschen auf jeden Fall ein kleines Problem. Bei den Orks, was geben wir den Orks? Warte mal, lass mal den Orks noch was geben. Bei den Orks, die haben ein großes Problem. Und zwar, bei denen kommen einfach so Vulkane aus dem Boden. Oh nein! Oh Gott, guckt euch mal die Anzahl der Mitbewohner. Oh mein Gott, bei den Orks ist ganz böse. Großes Gebiet. Man sieht auch, der König der Orks ist direkt rausgerannt. Die zwei Könige der Menschen da unten. Oh nein, oh Gott. Der König Dusa von Talok Urk wurde von einer Plonte erschlagen. Übrigens, die Elfen komplett tot. Die Elfen haben es nicht geschafft. Bei den Orks sieht es aber auch nicht gut aus, weil deren gesamte Landschaft ist einfach zu einem Vulkan geworden. Und den Menschen, denen geht es jetzt an den Kragen. Oh Gott, aber es leben noch 37 von diesen Orks. Und jetzt müssen wir gucken, was wir den Menschen noch geben. Oh Gott, die armen Menschen. Die Menschen kriegen jetzt nochmal einen... Oh, okay. Eine riesige Schneewolke kriegen die nochmal. Eine absolute Kältefront. Oh oh, zieht euch was an, ihr Menschen. Oh Gott, die Orks greifen an. Oh, aber die Orks verlieren. Weil es sind nicht mehr so viele Orks. Wir haben jetzt auch nur noch 25 da oben. Der Lava-Angriff hat sehr geschadet. Da sind die Könige. Der König von denen kommt tatsächlich her. Okay, und bei den Menschen ist jetzt einiges eingefroren. Immer noch 90 Mitbewohner. Aber dann haben die Menschen mit einer Sache nicht gerechnet. Und zwar ist da dann nämlich ein Krokodilangriff. Okay, da kommen gleich richtig viele Krokodile raus. Oh Gott, da kommen richtig viele Krokodile. Die Menschen fallen auf 18, 16. Aber bei den Orks ein riesiger Vulkanausbruch. Man weiß nicht, was passiert. Es sind nur noch 6 Menschen am Leben. Die Bäume greifen an. Die Krokodilpest ist gekommen. Und damit leben nur noch 3 Menschen. 3 Menschen? Wo sind diese 3 Menschen? Ich sehe sie gar nicht mehr. Die Krokodile haben sogar die Boote gefressen. Und tatsächlich haben die Orks gewonnen.
Oh Gott, was für ein verrücktes Spiel. Meine werten Damen und Herren, das war World Box. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, dann gebt einen Daumen nach oben und dann machen wir eine weitere Folge. Wir sehen uns. Haut rein, Leute. Und ciao.